Schlung genau mit dem Herzstock auf wie auf dem Tisch. Hey, Start kann ich mich nicht heim. Ich sing einen alten Schlager, tanz, es könnte nix Schönes geben. Hey, du bist mein Leben. Ich sag, es ist nur du, bringst mich zum Beben. Den Kinihas, den hat die Kathi da hergebracht und die hat mir den vorgeschlagen. Wir haben gesagt, super Name, aber was heißt der eigentlich genau? Und dann hat sie mir erklärt und gesagt, der Kinihas, das ist ein ganz normaler bayerischer Begriff für einen Feldhas. Und uns gefällt der so gut, weil eben wirklich keiner so recht weiß, was jetzt der Kinihas ist. Hat er jetzt was mit dem Kini zu tun oder ist es der Bikinihas? Und ja, ist recht einprägsam und deswegen ganz passend für uns. Ja, ich weiß, die letzte Woche, die war hart für die und wir sind 100.000 Leute über das Leben gelaufen. Und die anderen, die den ganzen Tag mit dem Schädel anschirmen, können sie nur ihren Frust von der Seele saufen. Aber das muss auch nicht sein, doch wir sind da nicht da, doch wir sind da nicht da. Du musst deinen Arsch in Bewegung halten, ja, du musst weiter tanzen, Arsch in Bewegung halten. Dann sind wir beide Arsch in Bewegung halten, ja, du musst weiter tanzen, Arsch in Bewegung halten. Also wir legen uns jetzt nicht ganz fest, was die Stilrichtung anbelangt. Was sich durchzieht, ist, dass wir Tradition und Moderne miteinander verbinden, dass es blechlastig ist, was wir da so darbieten. Und ich glaube, was sich durch alle Lieder zieht, sind die Texte, die teilweise sehr hinterfotzig sind. Geschah doch nicht so best, nicht so best, nicht so best, dir der Hagel. Geschah doch nicht so best, nicht so best, dir der Hagel. Geschah doch nicht so best, nicht so best, dir der Hagel. Geschah doch nicht so best. Wir haben das Geschah doch nicht so best wirklich bloß aus Spaß dreht. Die Kathi hat den Text dahergebracht, wir haben es aufgenommen und ein Musikvideo draus gemacht. Und es war wirklich unglaublich, wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so abgeht. Also wir haben wirklich immer mal wieder natürlich draufgeklickt und dann waren es immer mehr Klicks und auf einmal, boah, jetzt haben wir die Million geschafft, was wir überhaupt niemals gedacht hätten. Ja, und leider haben wir gefragt, ob wir es freikriegen, das Lied. Das hat aber leider nicht geklappt. Und aus dem Grund sind jetzt auf dem jetzigen Album keine Covers mehr, sondern nur eigene Sachen. Überall siehst du stehen, die Tiere bohren einen Haufen. Mit anderen Steckerl führst, da kannst du vorlaufen. Doch willst du Beauty-Mutti, dann lass das an. Hey, von hinten bis vorne, das passt schon, Hauptsache ist ein gescheiter Arsch. Ja, meine Mama hat euch schon gesagt, dass das gar nichts gescheit. Wenn der Richtige kommt, ist das wurscht, denn viel Arsch war zu definitiv steckt immer was Bayerisch drin, vor allem wenn man jetzt nicht so gut Englisch kann wie ich. Ich höre immer bayerische Wörter, wenn ich Songs anhöre, die sich da dann auch bewahrheiten oft. Wir haben probiert, ja, bayerische oder Coverversionen freizukriegen oder die Originale freizukriegen und haben die bayerisch gecovert, was leider nicht hingehauen hat fürs Album. Im Live-Programm haben wir durchaus ein paar Covernummern drin. Zum Beispiel Namika Leberkäs. Hallo Leberkäs, du bist meine letzte Chance, den ganzen Tag der Kerndl fraß. Ein fingerdicke Schein mit süßen Senfei rein, na 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 na, nur von Debelei in der Seminei. Mein Herz pumpert immer schon für die Blaskapelle, weil ich Trompeterin bin. Und ja, ich kann mich mit dem Gesang anfreunden, aber es muss einfach blechlastig sein. Und dann haben wir gesagt, schreiben wir einen Wiesenhit, war jetzt wieder Zeit. Und ja. Und dann haben wir halt den Hit geschrieben und das entsprechende Video dazu gedreht. Ich war immer in Trompeter verknallt, leider oftmals unglücklich. Das sind nämlich oft einmal rechte Pazzi. Du machst mich heiß, ich will
versteht, dass dieser jeder auch gleich weiß. Hey, schau auf meinen Mund und stell einfach vor, wie der die Busseln kommt. Du, ich geb keine Ruhe und du bist schuld, ich krieg von dir nicht genug. Das Video, das war echt sehr aufwendig. Wir haben 2 Tage gedreht. Am zweiten Tag bis in die Nacht, bis um 3 in der Früh. Es war ein Mordsgaudi. Und ich glaube, man sieht es auch im Video, was wir für ein Gaudi gehabt haben. Es wäre ein Wunsch, eine Wiesn zu haben, weil das natürlich, da geht es ab auf der Wiesn, da ist ein Gaudi, da freuen sich die Leute. Wenn es jetzt nicht hinhaut, dann singt man eher saisonal den Wiesn-Hit, so wie man Weihnachtslied schreibt, kann man auch einen Wiesn-Hit schreiben. Heißt Orns und da sind jetzt 10 neue Lieder drauf, die relativ flott entstanden sind und wir haben durchaus einen Stilmix. Wir bloß Kappe. Wir haben das gemacht, auf was wir Lust haben. Wir haben poppige Nummer dabei, wir haben eine Balkan-Nummer dabei, wir haben hinterfotzige, witzige Texte dabei und auch tiefgründigere Sachen. Also eigentlich ist da wirklich viel dabei. Das bist heute du, der mein Wirrwarr im Kopf für eine Weile ausmacht. Das kannst bloß du sein, so gibt's nicht noch einmal. Ja, eho. Das bist heute du, der mich anschaut und dann lacht. Das bist heute du, der mein Wirrwarr im Kopf für eine Weile ausmacht. Das kannst bloß du sein, so gibt's nicht noch einmal. Auf der Welt. Showende, aber nur für heute. Das GOP Varieté Theater mit der Show Wet präsentierte die Szene München.